entscheiden, in der Sinne folgen, misshandeln in Zwangsarbeiterlager oder nicht. Und das hat es einfach auch, das hat es auch gegeben. Ja, ich habe nicht verstanden, wenn die Generation, die vorige Generation, unsere Eltern, Generation, die in Einzelfällen, der Täter oder Rache. Wenn wir gerade bei Rigidität sind, vorher sind vor allem die christlichen Linken. Da hätte mich nur interessiert, wie links das Christliche sein kann. Also wie sozusagen das da organisiert war, ob das überhaupt möglich ist. Also für mich ist das ein absoluter Widerspruch. Ja, das ist eine theologische Frage, wenn man die lateinamerikanische Theologie der Befreiung kennt und die Bewegungen, die es damals aus Chile heraus speziell gegeben hat, das war oder überhaupt die christliche Denke im Urchristentum und so weiter, das ist überhaupt ganz im Gegenteil. Karl Willinger, der jetzige grüne Abgeordnete, hat mir einmal das Kompliment gemacht, er hat gesagt, die Linkschristen sind die verlässlichsten, weil die glauben an das. Ja. Aber bitte, ich bin weit davon weg, jetzt war ein Politisierungsschub, da ist man beinahe so in einem Semester so. Es gab ja auch Priester, die Waffen gekämpft haben in Lateinamerika, Camilo Torres. Und wir sind in der letzten Zeit im Kreis besucht worden von so einer Jesuitengruppe. Später ist einer von den Jesuiten war weltlich geworden. Aber anderer, der war ein Arbeiterpriester in Berlin. Ein sehr radikaler. Die katholische Hochschulgemeinde in Salzburg war damals das linke Studentenzentrum mitten in der Stadt, wo zum Beispiel bei den Festen nach den Hochschülerschaftswahlen sich keiner von der jetzigen AG auf mehr hingetraut hätte. Das war ein ganz klar definiertes Zentrum von der Maros über die Kommunisten bis zu den Links, das war einfach eine andere Sache. Und außerdem, wenn man sich bestimmte Figuren in der dritten Welt anschaut, dann kann man sagen, die revolutionären Jesuitenschule gelaufen, die Che Guevara, und die sind da ausgebildet worden. Also, das ist ein Widerspruch. Was ich dazu aber auch immer gerne empfehle, ist, es gibt ja dieses Buch Konstitution und Klassenkampf, das ist ja von Hans-Jürgen Krahl, und am Ende dieses Buches, so gefallen, was am Ende ist, ist seine Prozessrede drin. Er ist ja wegen der Besetzung des Adorno-Instituts angeklagt gewesen. Und das habe ich damals mit großer Freude im Gefängnis gelesen, weil er beschreibt, einer seiner größten Emanzipationsschritte ist der gewesen von der Linken, das sind so Rechtsradikale, der ist in Niedersachsen aufgewachsen, der kommt als Jugendlicher rein. Und ein richtiger Befreiungsschritt ist hin zur Jugend und Jugend. Das ist einfach. Also natürlich kann man auch durch die Kirche sozialisiert sein, und das ist ein großer emanzipatorischer Schritt gegenüber dem, wo man vorher war. Also, das sehe ich nicht als Widerspruch. Das darf man nicht zu rigid sehen. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr. Also ich wollte bloß noch was dazu sagen, was du gemeint hast, weil ich fand das sehr interessant und habe gedacht, das passt eigentlich vielleicht ganz gut dazu. Es hat die Mutter früher hier gegeben, die praktisch so einen Kollektivismus schon betrieben haben, die heute teilweise, glaube ich, noch in Kanada existieren. Und was ich sehr interessant finde, dass sie halt praktisch so wie eine Urkommunismus, also vor der Erfindung des Kommunismus sozusagen, schon so etwas Ähnliches praktiziert haben. Und so etwas hat es auch unter Oliver Cromwell hat es sowas gegeben, da hat es eine spezielle Gruppe gegeben, in der Zeit, wo sich das in England, wo es da halt die Revolution gegeben hat, die wirklich auch gesagt haben praktisch, okay, also wir legen die Bibel jetzt halt einfach so aus, dass wir praktisch, steht nirgendwo drin, dass wir irgendjemandem dienen sollen, und da steht auch nirgendwo was drin, dass irgendeiner reicher sein als der andere. Also das fand ich daher schon sehr interessant, und ich glaube auch, dass, wenn man sich zum Beispiel das anschaut, Marx kommt ja, glaube ich, selbst aus einer ziemlich religiösen Familie, also einer jüdischen Familie, aber glaube ich auch, dass das, glaube ich, mit ihm geprägt hat über Gerechtigkeitssinn. Und ich glaube, das, was er gemeint hatte mit okay, ich möchte jetzt nicht zu viel abschweifen, tut mir leid und so. Ich weiß, es geht hier um ganz andere Themen oder so, deswegen. Aber das wollte ich bloß jetzt mal eine von den Punkten. Aber ich würde gerne auch noch dazu sagen, ich denke, man muss einen Unterschied machen, ob jemand aus einem religiösen Kontext kommt und dann irgendwie aktiv ist, oder ob sich jemand aus einem religiösen Kontext bekennt
ehemalige Religionslehrer, der da auch beteiligt gewesen sein wird, ein Meinerentwickler, der ist einer dieser linken österreichischen Bischöfe in Brasilien, der schon zweimal ein Attentat überlebt hat von den Post- und Besitzbanden. Die werden schon wissen, warum sie auf den losgehen, weil der dort eine zwar für uns, für mich auch nicht mehr nachvollziehbare spirituelle Pastoral mit den Leuten übt. Damit kann ich nichts anfangen, aber gleichzeitig für deren Rechte eintritt und kämpft und ein Sprecher der Unterdrückung wird, als katholischer Bischof. Also man darf das nicht so mit unserem Wahnsinnskatholizismus alles so gleichsetzen. Also es ist eine Eigenartige, wie ein Mensch, der auf der einen Seite für was Emanzipatorisches kämpft, dass ich zurückziehen kann in ein hierarchisches System, ein religiöses. Ich weiß gar nicht, ob er sich in ein hierarchisches System zurückzieht oder ob er sich nicht auf eine Wertorientierung zurückzieht. Also in den klassischen Kraften in den Rhythmus kommen und kann sagen, das war die Gleichheit der Menschen vor Gott. Das war mal eine revolutionäre Erfindung in der bestimmten Zeit, dass man dann viel auf der Solidarität und sonst was. Das musste ja nicht unbedingt, wenn jemand sagt, er bekennt sich dazu gleichsetzen, wenn irgendwas oder was die Institution der katholischen Kirche, insbesondere in Europa, ist, die mir nur schrecklich zu bezeichnen ist, auch mit allem, was sie vertritt. Aber ich würde dann auch noch ein anderes Buch ansprechen, und zwar dieses Buch von Maurizio Rosenkopf, Hundeleben heißt das, und das ist einer von denen, die in der uruguayanischen Diktatur als Geiseln genommen geworden sind, wo damals die von den Tupamaros, die mir hier sagen, wir brauchen Aktionen, die können wir sofort erschießen. Und er beschäftigt sich in seinem Isolationsloch sehr intensiv mit der Frage, warum handle ich so, wie ich handle, und ist dann zu dem Ergebnis gekommen, und das hat mich auch überzeugt, das ist mir auch die ganze Zeit gegangen, er sagte, jeder Mensch muss, man kann diese Dinge durchstehen, wenn man in sich jemand trägt, auch wenn man alleine ist, mit dem man sich rechtfertigt. So, nicht, dass man immer sozusagen meint, wie, was ist, wenn ich dann später den und den oder den sehe oder sowas, wie würde der mich beurteilen, wenn ich hier jetzt, was weiß ich, eine Aussage mache oder wenn ich hier einen beigebe oder sonst irgendetwas. Und dazu hat er dann gesagt, also das ist ihm letztlich egal, von wie man sich rechtfertigt, muss man mit sich herumtragen. Und dann hat er auch gesagt, er kann sich auch vorstellen, dass der Marxist, der rechtfertigt sich vor der Partei oder vor Marx oder sonst was, der andere rechtfertigt sich schlicht und einfach nur von seiner Freundin sowas, der dritte rechtfertigt sich, wenn er aus der Ecke der Befreiungstheologie kommt, von Jesus Christus oder sonst was. Das war ihm letztlich egal. Das war nur irgendwie das, was er sagte. Es ist sozusagen in dir etwas, an dem du überprüfst, was du machst. Das fand ich eine sehr schöne Erklärung. Und das hat uns ja selber auch getroffen, die ganze Zeit, die in Isolationshaft gesessen haben, mit niemand reden konnten und sowas. Und wo sozusagen die ganze Zeit diese Anfrage und